Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Halo Combat Evil. Und mitten im Geschehen. Dann wollen wir doch mal ein paar Allianzler erledigen. Ich habe ja nicht umsonst den Nadelwerfer. Und bumm. Oh, kurzer Deck. Ein. Bumm. So. Da wäre das erste Landungsschiff erledigt. Und das nächste. Covenant Dropship on approach. I could use some help over here. Lande. Komm. Komm. Hallo. 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 Ach, geht doch. Mensch. Getaggt. Dann wäre der Grund auch erledigt. Und Stumme wechseln. Man sieht, dass es eigentlich recht schlecht ist, das Sturmgewehr. Es bringt es nur im Nahkampf und für Nahkampf kriegt man später eine viel bessere Waffe. Na, Asiate. Na, hi. Übrigens, ich habe nichts gegen Asiaten und so weiter. Er sieht halt nur sehr asiatisch aus. Und da kommt noch ein Landungsschiff. Wuhu! Wer hätte gedacht? Die wollen uns flankieren, wenn ich hier bin. Ja, 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 ja. Willst du mal landen? Hallo? Ich bitte dich darum, deine Truppen mal abzusetzen, damit ich sie töten kann. Ach, geht doch. Man muss erst höflich werden. Was ist denn das? Höflichkeit. Da ist er tot. Na, dann halt so. Natürlich werde ich euch alle töten, das ist meine Aufgabe. Ja, ich rede mit den Spielcharakteren. Mit den Gegnern auch. So. Over here! I'm on it! Here comes more! Hunt them down, Marine! Oh no! Where? All right, man, das sind ein paar Guns. Eine Splash-Salve vom Nadelwerfer. Macht viel Schaden. Oh ja, das ist auch ein bisschen tricky manchmal. Also fies. Der Nadelwerfer kann die Granaten explodieren lassen. Wenn du dann halt gerade neben einer Granate stehst und daneben ein Typ, der mit durch den Nadelwerfer explodiert, dann hast du verkackt. Wie habe ich jetzt nachgeladen? Egal. Nicht hinterfragen. This is Pelican Echo 419. Anybody reading me? Repeat. Any UNSC personnel respond. Roger, Echo 419. This is Fireteam Charlie. We read you. Is that you, Thorhammer? Roger, Fireteam Charlie. Good to hear from you. Hier gibt es keine Pistole. Ich will den Nadelwerfer nämlich mal loswerden. I'm on my way. Den kann ich jetzt nicht für immer benutzen. They're coming in fast. If those lifeboats make it down, the Covenant are going to be right on top of them. Das war so Hammer. We need you to disengage your. Ja, hier mal das Pistole. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Roger, Cortana. Oder hattest du ein Plasmagewehr? Okay, Charlie Team, Warthog deployed. Saddle up and give them hell. Roger, Fohammer. Ich muss mal mit der Plasmapistole erstmal aufkommen. Transport them to safety. That's affirmative. Und haben wir einen Pelican. The Master Chief and I need some backup. Can you spare a few men? Nein, ich weiß, wo ein Warthog fährt. Step up on the double. The rest of you get to the dropship.
Oh, wir haben den Sergeant mit. Der hat hier noch keine Bedeutung, aber später sieht halt Sergeant Johnson so aus und der hat schon eine größere Rolle in Halo. So. This cave is not a natural formation. Someone built it, so it must lead somewhere. I've hacked into the Covenant battle network. They're Jetzt fahren wir hier durch. Broadcasting tactical data on unencrypted channels. We should show them who they're dealing with. Master Chief, I'm going to use your suit's transcom system to monitor their chatter. Ja, mach mal, Cortana, mach mal, was du machen willst. Und ich fahre hier dumm rum. Ja, ich kann nicht fahren in Halo. More, over here. Found him. Roger that. Oh, man. So ein Morpher kann ganz schön effektiv sein. Ich stell ihn mal hier hin. What the? So, da hat er mal einen Schlag in die Fresse bekommen. Es ist wirklich lustig, dass er mit, nicht mit der Pistole, sondern mit der Hand zuschlägt, wenn man die Pistole hat. So. Seriously, ich wollte seine Waffe und die ist jetzt in der Wand gebackt. Und was ich auch mal zeigen kann, wofür ich richtig lange gebraucht habe, um das herauszufinden. Normalerweise, wenn man hier den Knopf drückt, kommt hier eine Zwischensequenz. Die kann aber ganz leicht austricksen, indem man hier eine Granate wirft. Die Brücke geht auf und man sieht von außen. Und das sieht viel geiler aus, finde ich, wenn man das so selbst sieht. Statt wenn dann eine Zwischensequenz kommt, wo er noch extra drauf drückt und so alles. Na, am Abhängen. Was? Die haben... Oh ne, die haben Johnson rausgeschossen. Mann. Ich mag Johnson eigentlich, aber die haben ihn ja... Wie haben die das so schnell geschafft? Hat er Granate oder sowas abbekommen? Ich meine, der war fast full health. Einfach nicht hinterfragen, sondern damit leben. Wird wohl das There's Beste new sein. Traffic on the Covenant battle network. A lot more crew made it off the Autumn than I had predicted. The captain really gave them hell. If we can find Captain Keyes and the other survivors, we have a chance to coordinate an effective resistance. Ja. Cortana labert in dieser Mission einiges, sie labert grundsätzlich einiges. Aber egal. Checkpoint done. We onion tour. Zack. Ah. Ich fahre jetzt nicht direkt dahin. Ich mache das eigentlich immer zum Schluss. Erstens, weil ich die Map da scheiße finde, das Kampfgebiet. Lifeboat detected. Und zweitens, damit ich no sign of survivors. Hier die Snapper holen kann. Weapons lockers must have broken open. There's weapons and supplies all over the place. Where's the bodies though? Ach ja, hier sind ja keine Soldaten. Ich, das ist jetzt mal ein kurzer Spoiler für das Spiel, nicht kennen, aber es sollte sein. Es sollte sein, dass wir das Spiel kennen. Ich meine, das ist jetzt richtig alt. Und ich habe eine Vermutung auch gestellt, warum hier keine Körper liegen. Ich, die haben nämlich jetzt die Flatte, also das ist eine Vermutung von mir. Aber es wäre zumindest logisch denkbar. Der Soldat hat es ja auch erwähnt. Dass sie, das Spiel ist jetzt schon so früh Anzeichen für etwas, was später passieren wird. Und das finde ich einfach richtig geil auch. Dass man auch teils erstmal überlegen muss, warum sind da jetzt keine Körper und so. Aber das hält uns nicht von unserer Mission ab.
Jung. Im Heck noch erwischt. There are some Marines hiding in the hills above the structure. Den Warthog stelle ich mal hier hin, der kann schön ein bisschen was abhalten von der Position aus. We're in a bad way. We've got wounded here. I'll call in a drop ship to pick them up. So. Da unten. Doppel, okay. Mit einem Schuss, ja. Die Sniper hinterher, du bist übertrieben. Das denke ich, macht der Marine. Die Guns macht er. Die Schakale haben uns auch bemerkt. Guck mal, der steht da nur in Deckung und Headshot. Damit werden die größten Bedrohungen schon mal weg. Alter, was sieht's auf mich? Ich schieße hier nur die Gegner ab. Boah, drei Schüsse auf dem Quant verschwendet. Für einen kleinen Kram reicht eine normale Granate. Echo 419 to Cortana, come in. Ja. Und hier haben wir jetzt nochmal neue Sniper-Munition. And need immediate dust off. Roger Cortana, on my way. I've spotted additional lifeboats in your area. Nein, ich rutsche. One near a rock slide. And another near the cliff edge. Hard to see from my altitude, but it looks like there are more. Hallo, Sniper, 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 komm. Acknowledged. We're on our way. Ja. Boah, jetzt ist das ein ultimativ anderes Warthog. No. Hallo? Gunner? Hit the gas. Ist der Sniper noch hier unten? Bitte sag, dass der Sniper jetzt nicht eingestiegen ist. Ich will nämlich den Sniper auf dem Beifahrersitz haben. Das ist richtig praktisch. Wo steht der Marine? Da ist er. Oh, hast du nur noch mal das Gewehr. Bist du mein Sniper-Kumpel? Du bist mein Sniper-Kumpel. Showtime! Komm. Showtime! So sieht's aus. Ultimativer Angriffswarthog rückt aus. Wenn ich hier jetzt rauskommen würde. Na. Ah. So, sorry Leute, ich muss die Folge jetzt hier beenden. Ich sehe gerade, dass das Video übelst lang wird, wenn ich jetzt weitermache. Ne, und das will ich euch nicht antun. Also, bis zum nächsten Part. See ya.